Wenn es jetzt darum geht, wie ihr Bass kreieren wollt, ist es, glaube ich, relativ wichtig, irgendwie von dem Grundverständnis, das wir euch vermitteln wollen, dass ihr als Eventorganisierer und Veranstalter nicht irgendwie Kunden beim Nürnberg Digital Festival seid, sondern ihr seid Teil vom Nürnberg Digital Festival. Wir als das Kernteam kümmern uns natürlich um Außenwerbung, um Werbung auch in Online-Medien, in sozialen Medien und bewerben natürlich alle Events auch über unsere organische Reichweite. Aber darüber hinaus sind wir natürlich auch auf eure Mithilfe angewiesen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch auch als ein Teil von einem großen Ganzen versteht. Nämlich? Genau, da sind wir jetzt bei dem Thema Building Bus Together. Also es geht halt hier um das Zusammen, wie man das miteinander machen kann. Weil natürlich haben wir und ihr viele Überschneidungen in unseren Netzwerken, also alle, die in der digitalen Szene hier arbeiten. Man kennt sich so ein bisschen untereinander, aber wie gesagt, jede Einzelne von euch bringt dann auch wieder ein spannendes Netzwerk mit. Und deswegen möchten wir das natürlich auch nutzen, beziehungsweise ihr solltet es nutzen, weil je mehr Touchpoints es zum Festival gibt, also je mehr Gelb die Leute dann auch sehen, sei das jetzt, wenn sie LinkedIn aufmachen, wenn sie Instagram aufmachen, wenn sie durch TikTok scrollen, dann bleibt es auch mehr im Gedächtnis. Und wir leisten dann natürlich als Festival, wie der Johannes schon gesagt hat, so einen großen Beitrag. Aber was man nicht unterschätzen darf und was ihr auch nie unterschätzen dürft, ist eure organische Reichweite. Also das, was ihr dann eben auch mitbringt. Und das kommt dann auch wieder allen zugute, also euch selbst und dem Festival auch. Genau. Und organische Reichweite sollte man vielleicht auch nicht nur als Online-Reichweite verstehen, sondern auch tatsächlich eure Reichweite im physischen Raum. Das geht schon mal damit los. Habt ihr vielleicht Fahnenmasten vor eurem Gebäude, vor dem Gebäude eurer Organisation oder eurer Firma, wo wir zum Beispiel wie hier vor der HWK Nürnberg Digital Festival Fahnen anbringen dürfen, dann ist es natürlich eine super Gelegenheit. Da würden wir halt natürlich gerne dann uns sichtbar machen. Und falls ihr solche Möglichkeiten habt oder Fassadenwerbung, wie letztes Jahr bei Schaeffler, das sind halt immer gute Gelegenheiten, auch einfach zusätzlich zu der normalen Außenwerbung im Festivalzeitraum, im Vorfeld die Stadt gelb zu machen. Und bitte sprecht uns doch gerne an. Und außerdem wollen wir euch natürlich auch ermutigen, kreativ zu sein. Also die Beispiele, die wir hier gezeigt haben, ist jetzt nicht das Ende der Fahnenstange. Ihr könnt natürlich auch so viele Ideen, die ihr habt, auch einbringen. Und am besten tretet einfach mit uns in die Kommunikation. Genau, weil wir unterstützen dann natürlich auch, also das heißt, da kommen jetzt nicht unbedingt, wenn ihr dann sagt, ja, aber mein Marketingchef, der sagt dann, ja, aber wir haben unser Budget schon aufgebraucht. Da gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, dass zum Beispiel wir zahlen dann die Plane und die hängt dann eben bei euch. Also deswegen sprecht uns da einfach an und wenn ihr auch irgendwie coole Ideen habt, dann nehmen wir die gerne wahr. Geht auch um so Sachen wie zum Beispiel, ihr habt ein Foyer mit Publikumsverkehr. Also da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, sowas wie Aufsteller hinzumachen. Und ja, also wie gesagt, kommt auf uns zu. Und hier seht ihr eben so ein paar schöne Beispiele, wie das im letzten Jahr funktioniert hat und was wir da gemacht haben. Genau. Was natürlich auch noch wesentlich dann von eurer Mithilfe abhängt, ist die Geschichte mit den Werbe- und Dekomittelpaketen. Genau. Ihr bekommt Ende Mai, wenn ihr Veranstalter bei uns seid und eure Veranstaltung eingetragen habt, bekommt ihr automatisch ab Ende Mai ein Werbemittelpaket zugeschickt. Da findet ihr drinnen Flyer, Postkarten, Poster und Sticker in Gelb mit verschiedenen Motiven. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel schon mal klären, wenn ihr in einem Großunternehmen zum Beispiel arbeitet, kann ich das mit der Hauspost verschicken. Wenn ihr eine Kantine habt, könnt ihr in der Kantine mal nett fragen, ob ihr vielleicht Sticker auslegen könnt. Also das sind ja auch schöne Sticker. Also wer unsere Sticker kennt, das sind ja jetzt nicht so Werbesticker oder einfach draufsteht Nürnberg Digital Festival, sondern die haben ja auch immer so eine ganz nette Botschaft. Also zum Beispiel die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach hat auch einen unserer Sticker sehr prominent auf ihrem iPad kleben. Da könnt ihr euch dann eben einreihen und da könnt ihr ja jetzt schon mal fragen, wo es da Möglichkeiten gibt, das dann auch anzubringen. Und in Umlauf zu bringen. Genau, also diesen Sticker von der Frau Gerlach, den haben wir nicht ihr gegeben. Ich weiß gar nicht, auf welchen Weg der dann zu ihr gekommen ist. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel. Also
möglichst viel gelbe Touchpoints. Genau. Jeder gelbe Touchpoint ist immer ein Gewinn. Genau. Und ab Ende Juni gibt es dann die Deko-Mittelpakete. Also die, die beim Festival schon mal dabei waren, die kennen den großen und wichtigsten Bestandteil. Das sind einmal unsere Hocker hier. Und ihr bekommt auch wieder Stelen zugesendet. Und wenn ihr da die Möglichkeit habt, das eben vorher schon zu klären, vielleicht könnt ihr das im Foyer aufstellen oder ja. Je früher ihr das jetzt klärt, desto besser seid ihr dann auch vorbereitet und müsst dann nicht irgendwie Ende Juni dann damit strugglen, den Hausmeister zu erwischen, damit er euch sagt, wo jetzt keine Feuerwehranfahrtszone ist und ihr dann Stele hinstellen könnt. Genau, das war jetzt so zum Thema Werbe- und Dekomittelpakete. Wenn ihr da nochmal detaillierte Fragen dazu habt, das findet ihr dann alles auch im Confluence, in unserer Wissensdatenbank, genau. Die ganzen Informationen. Jetzt schlechte Überleitung, aber wir müssen zum Thema Copenhagen kommen. Jetzt mache ich doch noch die gute Überleitung, die wir eigentlich besprochen hatten. Jetzt habe ich euch erzählt, was wir alles an euch dann schicken werden. Und jetzt kommt es zu dem, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Was können wir dann zusammen machen? Das heißt, von uns das Branding, von euch die Inhalte. Und da sagt euch jetzt der Johannes mal, was da alles möglich ist. Genau, das große Thema Co-Branding, genau. Co-Branding hat im Prinzip den Sinn, dass ihr damit zeigt, dass ihr Teil von was Großem seid, deswegen eben auch dieses Co-Branding-Logo, wo eben Teil von neben dem Nürnberg Digital-Logo steht. Und letzten Endes geht es eben einerseits darum, sichtbar zu machen, ihr seid Teil von was Großem und gleichzeitig sollt ihr aber mit eurer Unternehmenskommunikation, mit eurer Brand oder eurer Corporate Identity auch weiterhin sichtbar bleiben. Also wir bitten euch ausdrücklich darum, ihr müsst nicht irgendwie für die Erstellung von Medien eure eigene CI butchern für uns und um Gottes Willen auch bitte nicht unbedingt unser Design irgendwie schlecht nachmachen. Also don't do this. Ich zeige das jetzt nur ganz kurz für den Schockmoment. Aber wir haben leider in den letzten Jahren tatsächlich auch... Das hat der Johannes aber selber gemacht. Das haben wir selber gemacht. Das ist ein fiktives Beispiel, weil ich auch niemanden an den Pranger stellen möchte. Aber wir haben auch ein paar... Also so schlimm jetzt nicht, das ist ein fiktives Beispiel, aber wir haben auch erschreckende Beispiele schon gehabt und das sollt ihr nicht machen. Stattdessen soll es quasi eine große Existenz geben zwischen eurer CI und unserem Design und das machen wir durch Co-Branding und das funktioniert eigentlich total einfach, nämlich mit den Co-Branding-Elementen. Die könnt ihr runterladen über Confluence. Auf Confluence findet ihr außerdem den Co-Branding-Guide, der sehr kompakt und knackig alles zusammenfasst, was ich jetzt gerade erzähle. Und im Co-Branding-Guide ist auch nochmal der Link zu den Downloads, zu diesen Co-Branding-Paketen. Also ihr könnt es eigentlich gar nicht verpassen. Nur mal zur Übersicht habe ich euch das jetzt hier mal so aufgezeigt. Also jedes Co-Branding-Element gibt es einmal eben für den Screen in RGB und einmal in Print in CMYK. Und außerdem das Ganze auf Deutsch und auf Englisch. Wir hatten das schon öfter den Fall, dass es eben eine Guideline gibt und, im Unternehmen, dass die ganze Kommunikation auf Englisch laufen soll. Wir bitten schon darum, die englische Variante, also Part of statt Teil von, nur zu benutzen, wenn das jetzt nicht in einem deutschen Kontext auftaucht. Genau. Diese ganzen Co-Branding-Elemente gibt es dann eben auch zum Download eben in diesen Paketen als pixelbasiert, als PNGs und eben in den gängigen Vektorgrafikdateien. Und letzten Endes sind es eigentlich vier verschiedene Varianten. Es gibt einerseits ein freigestelltes Logo in Schwarz und Weiß und dann gibt es als Störer den Kreis und die Ecke eben für jede denkbare der vier Ecken. Also das ist eigentlich schon alles. Es ist relativ schlicht gehalten und soll vor allem, also die Absicht, die wir damit verfolgen, ist, dass man eigentlich eine Erfahrung haben muss als Gestalter oder so, sondern eigentlich mit einem bisschen, sagen wir mal, Vertrauen auf die eigene Intuition jetzt auch nicht so viel falsch machen kann. Das heißt nicht, dass wir euch nicht ermutigen, kreativ zu werden, aber wir würden uns natürlich wünschen, dass wenn ihr darüber hinaus kreativ werden wollt, dass ihr das vielleicht auch in der Kommunikation, in der Absprache mit uns macht. Aber solange ihr diese Co-Branding-Elemente so benutzt, haben wir eigentlich keinen Absprachebedarf. Genau. Das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Und was der Johannes schon gesagt hat, er spricht ja immer als Designer. Da habe ich gesagt, du musst auch für Leute sprechen, die jetzt nicht Photoshop können. Also wenn ihr zum Beispiel diese PNG-Dateien runterladet, das kann man dann auch auf
Canva hochladen und kann dann eben ganz einfach Bilder damit bearbeiten. Das heißt, ihr müsst jetzt dann nicht einen Designer dafür entweder engagieren oder die Designabteilung fragen, sondern ihr könnt es dann auch relativ einfach selbst und, ich will jetzt nicht sagen hemdsärmelig, aber ihr könnt es selber auch gut und einfach gestalten. Dafür sind dann diese PNGs da und mit, da geht es wunderbar einfach. Gut, und jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz als Beispiel, was ich mit normaler Intuition meine, also damit ihr jetzt ein bisschen die Angst verliert. Ach, das habe ich das hier schon reingeschickt. Das wollte ich nicht. Ich habe es deshalb. Also man hat jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Beispielbilder. Und was ich mit Intuition meine, ist, dass man natürlich bei seinem Bild schaut, ist es jetzt ein eher ruhiger Hintergrund und ist der eher hell oder dunkel? Bei einem hellen Hintergrund eignet sich natürlich dann das schwarze Logo in eine Ecke zu setzen. Und schon ist das im Prinzip dieses Bild gecobrandet. Relativ wichtig ist vielleicht doch, dass man mit ein bisschen Feingefühl sich den Abstand nach oben und unten oder also zu den Rändern anschaut. So die, sagen wir mal, die Daumenregel ist vielleicht ungefähr die Breite dieses Icons so zur Grundlage zu nehmen. Wir haben aber keine Richtlinien, wie es manche vielleicht aus den hausinternen CI-Guides kennen, wo dann da steht 1,8 Millimeter Abstand. Also wie der Johannes schon sagt, so es soll halt eurem ästhetischen Empfinden noch gut entsprechen und dann passt es auch. Also genau. Hat man wiederum einen dunklen Hintergrund, natürlich versucht man das dann eher mit einer hellen Variante des Logos zu lösen. Bei einem unruhigeren Hintergrund würde ich halt dann eher zu den Störern raten. Hat man hier zum Beispiel in diesem Bild eh schon runde Elemente, kann man das vielleicht auch ganz organisch integrieren oder halt auch nicht. Das ist dann doch mal so eine Detailfrage. Ansonsten ist im Bildzentrum einfach viel los und man will das irgendwie relativ ohne was Wichtiges abzuschneiden, noch das Co-Branding einbringen, würde ich dann eben zu dem eckigen, zu der Ecke raten. Ich zeige euch noch mal kurz ein paar Beispiele vom letzten Jahr, wie das Co-Branding von anderen Veranstaltern letztes Jahr schon eingesetzt wurde und eben der Wiedererkennungswert von Veranstaltungen im Lemberg Digital Festival dadurch hergestellt wurde. Ganz gutes Beispiel ist glaube ich, auch Schaeffler. Die haben ja eine Bildsprache, die immer sehr strikt definiert ist und der Störer funktioniert irgendwie tatsächlich ziemlich gut, nämlich als Störer. Er stört eigentlich das Bild und das soll er auch, aber es gibt diesen Wiedererkennungseffekt, wenn man dann wenn man das in der Timeline hat. Ansonsten, ich glaube, das Sun Festival, das war ein eigener Flyer. Also ihr seid natürlich gerne eingeladen, auch Printprodukte zu erstellen. Ich würde euch raten, das ist vielleicht nicht ganz ohne Erfahrung mit Farbmanagement etc. zu tun. Insbesondere bei der Ecke muss man bei Printprodukten auch noch dazu sagen, achtet bitte auf Beschnittzugaben. Das machen dann, glaube ich, schon Designer. Ja, okay. Genau, und was man eben auch noch sieht, unsere zwei Sponsoren hier, die eben auch eine Anzeige in unserem Programmheft beigesteuert haben und darauf auf ihre Events hingewiesen haben, wie eben hier zum Beispiel Sellwerk. Ja. Und da sind wir schon beim Wechselwort. Genau. Also das heißt, wenn man Anzeigen veröffentlicht, das ist nicht nur bei uns, das waren jetzt tatsächlich zwei Beispiele aus unserem Festivalprogramm letztes Jahr, aber man kann natürlich auch mal intern nachfragen, ob irgendwie Anzeigen geplant sind in irgendwelchen Publikationen und ob der Designer da vielleicht nicht den Sticker drauf machen möchte, dass die Firma dieses Jahr beim Festival dabei ist. Das wäre zum Beispiel auch noch eine Idee. Ja. Hätten wir gar nicht besprochen. Ja. Wenn ihr jetzt schon so coole Sachen mit Co-Branding gemacht habt, gibt es nämlich auch die Möglichkeit, einen Boost zu buchen. Das heißt, wir würden dann euren Beitrag, der auf eure Veranstaltung hinweist und der dann auch im Co-Branding gemacht ist, können wir dann auch bewerben. Der Vorteil für euch ist da natürlich, dass wir ja sowieso schon Werbung schalten und wer so ein bisschen Ahnung hat von dem Thema Online-Marketing weiß, dass man da ja immer Zielgruppen aufbaut und im Endeffekt würdet ihr dann unsere Zielgruppen, die wir jetzt auch in den letzten Jahren tatsächlich auch aufgebaut haben und immer wieder bespielt haben, die würden wir dann mit eurem Inhalt bespielen. Das heißt, ihr profitiert von den tatsächlich gut aufgebauten Zielgruppen, den warmen Zielgruppen, die wir schon haben und könnt es dann über uns machen, wenn ihr möchtet.
Wir arbeiten da mit einer Agentur zusammen, schon seit Jahren, die das sehr gut machen. Falls euch das interessiert, dass ihr sagt, ihr möchtet euer Event digital noch zusätzlich boosten und habt da auch noch Budget zur Verfügung, dann sprecht uns an, dann können wir euch da ein Angebot weiterleiten, wie das dann läuft. Und was auch noch im Raum steht, ist ja das Thema Print. Wir haben dieses Jahr wieder eine Zusammenarbeit mit dem Kurt. Das ist so die Ausgabe vom letzten Jahr. Da machen wir immer so eine Doppelausgabe. Das kennt ihr ja vielleicht. Das hat eine Auflage von 7.500 Stück. Und das wird in der gesamten Metropolregion verteilt. Was da ganz interessant ist, ist, dass das mal so ein bisschen ein anderes Zielpublikum und eine andere Zielgruppe auch ist. Das liegt ja oftmals in der Gastro aus oder auch in Kneipen beziehungsweise im Einzelhandel dann auch. Mhm. Ja, voll, das heißt, wir erreichen dann nochmal ganz andere Zielgruppen auch über den Kurt eben. Und wenn ihr möchtet, habt ihr da die Möglichkeit, entweder eine ganzseitige oder eine halbseitige Anzeige zu buchen. Bis nächste Woche. Da müsstet ihr uns so relativ schnell Bescheid sagen. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr euch da auch nochmal im Magazin verewigen. Das ist so, wir stellen im Programm so viele Events wie möglich vor. Können wir nicht bei allen. Und da würde vielleicht dann, da hilft dann sicherlich auch nochmal so eine extra Anzeige, wo dann drin steht, was ihr da im Festival genau macht. Genau. Unterstützt da auch nochmal. Und ihr unterstützt uns. Also.